Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Und heute gibt es den neuen Monatsreport für den August 2023 und eine Preview zur Piratenwoche, die heute beginnt. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert. Und wir starten mal mit der Piratenwoche. Hier seht ihr gerade das vom letzten Jahr 2022. Das ist ja ein wiederkehrendes Event, ich schreibe mal ein bisschen durch. Da gibt es spezielle Angebote, spezielle Specials, neue Skins und mehr. Das schauen wir uns heute Abend ab 16.30 Uhr im Stream an. Also kommt dann gerne mit rein. Link ist unten im angepinnten Kommentar. Und wir verlosen passend zur Piratenwoche auch was Schönes, nämlich eine Gladius Pirate. Wir haben letztes Jahr die Belagerung von Orison gehabt und die neuen schwänzige Abriegen, also Ninetales Lockdown. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, was uns eventtechnisch im Spiel erwartet, ob sie da was machen oder nicht. Ich weiß, dass die Belagerung von Orison zumindest aktuell noch nicht funktioniert. Die kommt erst mit 3.20.1 und der Ninetales Lockdown wird ebenfalls komplett gereworked. Der ist auch noch nicht da. Also mal sehen, was sie uns hier anbieten. Das werden wir dann heute Abend einfach uns anschauen. Was es in jedem Fall geben wird, ist ein Screenshot-Contest mit einigen Giveaways für euch. Und wir haben natürlich auch Skins. Wir haben neue Skins. Ich darf euch noch nicht sagen, welche, aber es sind sehr schöne Skins von sehr, sehr schönen Schiffen. Dazu nachher mehr. Ich habe die auch alle da. Das heißt, ich zeige sie euch auch richtig im Spiel. Und auch der Cutlass-Piraten-Skin, das ist der hier, der sollte wieder kaufbar sein. So wie auch die von letzten Jahren. Also, das ist auf jeden Fall ganz cool. Peter Pillar Pirate, Gladius Pirate kann man freischalten über den Arena Commander, über den Pirate Swarm. Das ist seit eh und je so. Auch da zeige ich euch nochmal die Skins und die ganzen Dinge und alles eben, was dazugehört. Ob ein Free Flight dazu kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. So, Näheres dann nachher, wenn es dann da ist. Und jetzt gehen wir in den neuen Monatsreport. Das ist dieser hier und ich fasse es euch so ein bisschen zusammen, dass wir das nicht zu lang haben. Es ist sehr, sehr viel, ich scroll mal durch, ne? Sehr, sehr viel Text, wie ihr seht. Sehr, sehr viel Blabla auch leider wieder. Sehr viel drumherum Gerede. Gut, die CitizenCon steht kurz vor der Tür, nicht mehr lange hin. Und von daher haben sie ja auch einiges weggespart. Aber ich fasse es euch mal so ein bisschen zusammen. Beim Thema KI wurde die Wahrnehmung überarbeitet, das sehen wir auch schon in 3.20. Wenn wir also uns bewegen, dann machen wir Geräusche und dann soll die KI darauf reagieren. Das ist noch nicht so richtig implementiert, das kommt aber sehr, sehr bald und soll dann entsprechend uns auch Schleichgameplay und andere Sachen erlauben. Also da sind wir schon gut vorangekommen. Auch was die Munition betrifft, sollen die NPCs nicht mehr unbegrenzte Muni haben, sondern ja, die Munition verbrauchen und wenn sie die verbraucht haben, dann sollen sie quasi in Deckung gehen, die Waffe wechseln oder entsprechend neue Munition finden, sich gegenseitig austauschen und ähnliches. Das ist aktuell in der Produktion und mal sehen, wann es dann ins Spiel reinkommt. Aktuell, jetzt 3.20 Stand, haben die NPCs noch unbegrenzt Muni. Das Ganze wird auch kombiniert mit diesem Punktesystem, dem taktischen Punktesystem. Das heißt, die NPCs haben quasi, ja, je nachdem, was sie für Equipment haben, was die ja, für eine Einstellung haben, eine bestimmte Anzahl von taktischen Punkten, die sie ausgeben können für ihre Entscheidungen. Und bestimmte Entscheidungen kosten halt mehr oder weniger Punkte. Also mal ein ganz simples Beispiel, da ist irgendwo Feuer und ein NPC hat eine feuerfeste Rüstung an, dann ist es für ihn günstiger, also kostet weniger Punkte, da durchzulaufen, als für einen anderen NPC, der sowas nicht anhat. Also so kann man sich das vorstellen. Das heißt, die KI wird einfach realistisch durch dieses taktische Punktesystem reagieren auf uns und auf die Umgebung. Auch an den Boyds wird weiter gearbeitet. Da geht es also um verschiedene Herden von NPC-Tierchen, also zum Beispiel Ratten, Vögel, Fische, Kuhherden oder was auch immer. Ja, die sollen demnächst ins Spiel reinkommen und sollen dann verschiedene ja, Zustände haben, zum Beispiel wandernd, untätig, fliehend und dazwischen wechseln können. Und sie sollen entsprechend die Welt von Star Citizen bevölkern und man sucht aktuell noch nach einer kostengünstigen Lösung, weil wenn dort Hunderte oder Tausende von Tierchen umherkreisen und simuliert werden sollen, das kostet halt eine Menge CPU-Last, das würde halt die Performance massiv in den Keller drücken. Das heißt, da müssen sie noch ein bisschen ja, dran rumwurschteln, damit das so klappt, dass es möglichst ja, kostengünstig ist für die CPU. Ansonsten wurde an dem ganzen Navigationsmesh gearbeitet, das heißt, die NPCs werden weiter verfeinert, wie sie sich bewegen, wo sie langlaufen, wie die Wegfindungen sind und dass sie auch nicht mehr feststecken, was ja immer noch ein großes Problem ist. Im Zuge dessen werden auch die Animationen verbessert und erweitert. Zum Beispiel geht es hier auch darum, dass ein NPC aus dem schwebenden Zustand, also aus dem Weltraum, in den in das Schiff reinspringen soll und dort wieder Fuß fasst. Das können wir als Spielercharaktere ja schon eine ganze Weile, aber NPCs können das aktuell noch nicht und sollen es aber können. Dann, wenn das klappt, können sie also auch die Schiffe im Weltraum verlassen, irgendwas plündern und jagen, wenn wir da irgendwo sind oder ähnliches tun.
Im Bereich der Raumschiffe wurden die Arbeiten am Tumbril Storm soweit abgeschlossen. Man hat noch ein paar Probleme mit dem Reifenprofil, also mit der ganzen Fahrphysik, aber das ist soweit größtenteils durch. Der Tumbril Storm kommt ja im November mit dem Anniversary Event. Das heißt, sie haben jetzt noch den September Zeit, um das Ding soweit fertig zu machen. Das heißt, der ist on track. Und auch zwei neue Varianten eines bestehenden Fahrzeugs wurden fertiggestellt. Was das jetzt ist, wissen wir leider nicht. Es kann halt ein Tumbril sein, es kann ein Racing-Vehicle sein. Wir wissen, dass sie auf jeden Fall an Boden-Racings arbeiten insgesamt, also als Gameplay-Feature. Wäre also denkbar. Es kann aber auch nochmal ein Panzer sein oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall ein bestehendes Bodenfahrzeug, was nochmal zwei neue Varianten bekommt. Ein völlig neues Schiff wurde ebenfalls in der Whitebox entwickelt und hier ist auch die Rede von einem Innenraum. Das heißt, wir reden hier nicht von einem kleinen Jäger, sondern schon von was Größerem. Was das ist, wissen wir aber auf keinen Fall, denn es ist ein völlig neues Schiff, also nichts, von dem wir schon irgendwie was gehört haben. Vielleicht sogar das große Ding sein, was zur CitizenCon gezeigt werden soll im Oktober. Ob sie da schon soweit sind, werden wir dann mal schauen. Die Santok Yai ist auch größtenteils fertig, mal schauen, wann die kommt. Da wird noch ein bisschen am Schadenspass gearbeitet, aber das UI ist fertig, im Großen und Ganzen ist das Schiff auch fertig und jetzt geht man über langsam zu den Lackierungen. Die Santok könnte also auch im Anniversary kommen. Und alle Freunde der Origin X1 können sich freuen, denn sie wartet jetzt auf die Whitebox-Prüfung und CRG hat noch einige Änderungen an den Positionen von Elementen vorgenommen, um den Platz zu maximieren. Und auch die Modellierung der Greybox-Geometrie hat schon begonnen. Das heißt, die Origin X1 könnte auch noch dieses Jahr rauskommen. Das ist hier nur so ein kleines Hoverbike, aber ein cooles Hoverbike. Bin ich mal gespannt, ob sie das noch schaffen. So, dann kommt ein sehr, sehr heißes Ding, was wir uns heute übrigens auch im Livestream angucken werden. Das ist ein Hinweis auf das Inside Star Citizen, denn das Wirtschaftsteam, das ist ein neues Team bei CRG, ein Entwicklerteam, was sich um die Wirtschaft von Star Citizen kümmern soll, also auch um Quantum und so weiter. Und die wollen sich hier aktuell, oder die befassen sich schon mit der Neuausrichtung des Frachtsystems. Dazu gibt es heute ein spezielles Inside Star Citizen, wo wir die Zukunft von Frachtsystemen, vielleicht auch Lastenaufzüge und persistente Hangars sehen können. Und sie arbeiten hier an den Tools für den Zustand der Fracht und für alle möglichen Bereiche der Wirtschaft im Spiel, wo sie das Ganze dann ausweiten wollen. Das dürfte sehr, sehr interessant sein, da freue ich mich auch schon richtig drauf. So, Arena Commander haben wir schon ganz viel von gesehen in 3.20, können wir ein bisschen kurz halten. Das Wichtigste hier lautet, sie gehen langsam in die zweite Phase von diesen sogenannten Revitalisierungsplans. Wir haben jetzt die erste Phase drin, das heißt, wir haben die neuen UIs, wir haben die neuen Spielmodi und. Aber es fehlt noch ganz, ganz viel, zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir gemeinsam in ein Schiff reinspawnen können, in eine Hammerhead zum Beispiel, und die Geschütztürme setzen können. Und auch die Rückkehr von Theaters of War wird bearbeitet. Es werden verschiedene Schritte unternommen für das Spawning-Modul und weitere Funktionen von Theaters of War, die auch in andere Spielmodi reinkommen sollen. Das Ding ist, diese Rückkehr von Theaters of War erfordert auf jeden Fall mindestens mal die zweite Phase, an der eben aktuell gearbeitet wird. Ich glaube nicht, dass wir den Modus dieses Jahr noch sehen werden. Aber es ist zumindest mal gut, dass wir endlich nach so langer Zeit davon was lesen und es da Schritt für Schritt vorankommt. Auch am Zuschauermodus wird gearbeitet, der soll wieder reinkommen, das heißt, wir können dann in Zukunft, wenn das auch in Phase 2 wahrscheinlich dann drin ist, bei anderen Spielern zuschauen, wie die spielen und ja, beim Racing zugucken oder bei Dogfights zugucken und so weiter. Verschiedene PU-Locations sollen noch hinzugefügt werden in den nächsten Patches, zum Beispiel Kriegsschauplatz Kreuzweg des Verbrechens und so weiter, soll noch reinkommen und auch andere Dinge. Ne, wir haben ja zum Beispiel auch schon die Jericho-Station als Map im Spiel, könnte also sein, dass auch Modi wie ein Xeno-Threat-Event oder anderes in den Arena Commander als ja, testbare Umgebung reinkommt. Was auf jeden Fall noch hinzugefügt wird, ist ein 2 vs. 2 Modus, der auch auf der CitizenCon als Fight or Flight fungieren wird. Das ist wohl auch schon relativ weit, den brauchen sie ja auch im Oktober. Mal gucken, wann sie das hinzufügen, vielleicht mit 3.20.1 oder mit 3.21, schauen wir mal. Aber das dürfte nicht mehr lange dauern, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ne? Taktisch 2 vs. 2 macht immer Spaß. Gleichwohl weiß ich, dass Arena Commander jetzt nicht so interessant für die meisten Leute ist. Das liegt aber, glaube ich, weniger daran, dass der Arena Commander insgesamt niemanden interessiert, sondern dass der Arena Commander nicht richtig integriert ist. Also wir reden auch davon, dass dieser Modus oder diese ganzen Modi noch richtig ins Spiel auch integriert werden müssen durch diese Simpods und Co. Das ist allerdings in erst Phase 3. Also sie arbeiten Stück für Stück mit einem kleinen Team darauf hin, dass der Arena Commander ein relevanter Bestandteil von Star Citizen wird. Und das ist auf jeden Fall gut, denn
Naja, wo willst du sonst üben? Ne? Racing, Dogfight und Co. übt man am besten in so einem Arena-Modus, wo man nicht sterben kann und wo man ein paar Freiheiten hat, die man im normalen Spiel eben nicht hat. Und natürlich auch für Leute, die mal schnell Star Citizen spielen wollen und nicht ewig rumgurken, die nur kurz Zeit haben, eine halbe Stunde, Stunde, die können sich auch mal da die Zeit vertreiben, was auf jeden Fall nicht schaden kann. So, weiter geht's mit Merkmale für Charaktere und Waffen. Hier wurde an der Geometrie von den Kollisionsflächen gearbeitet. Das heißt, wir reden hier von anderen Waffenposen. Die Spieler sollen die Waffen auch gesenkt halten können oder, und das finde ich ganz, ganz spannend, wenn man sich einer Barriere nähert, dann soll der Charakter nicht mehr durchklippen, so komisch, sondern die Waffe entsprechend darüber halten können oder darunter halten können. Das ist ganz wichtig bei Treppen zum Beispiel, bei Geländern, bei irgendwelchen Barrieren und Co. und ist auch ganz wichtig für Squadron 42. Auch der prozedurale Rückstoß wird weiterentwickelt. Da geht es darum, dass jede Waffe ein bisschen Feintuning bekommt. Auch ein bisschen, ja, wie sie schreiben ja selber, so ein bisschen individuell und manuell. Das heißt, die Entwickler gucken sich jede einzelne Waffe an und versuchen, dieser Waffe einen eigenen Rückstoß und ein eigenes, ja, Waffengefühl zu geben. Was ich ganz wichtig finde, für die Waffengattung zumindest, damit man eben auch diese Waffe eine Art Persönlichkeit gibt. Klingt jetzt ein bisschen albern vielleicht, aber man merkt diese Liebe zum Detail einfach dann später im Spiel, auch in Squadron 42. Das Gameplay-Team hat die Arbeiten an den Traktorstrahlen für die Vehikel fortgesetzt und ist jetzt im Bereich der Qualitätssicherung. Das gilt auch für das Ressourcennetzwerk, dazu kommen wir nachher nochmal. Das ist sehr, sehr spannend. Mal sehen, wann sie es liefern. Es ist schon lange auf der Roadmap drauf. Wir sollen es ja noch dieses Jahr bekommen. So wurde es mal kommuniziert jedenfalls. Es kann sein, dass sie das schaffen bis zur Alpha 3.20.1. Die kommt ja erst im November. Ne? Das ist hier vom August, also quasi 2 Monate noch Zeit. Es kann auch sein, dass es erst mit 3.21 kommt. Wenn es aber kommt, würde es tatsächlich weltverändernd sein. Wie gesagt, ich komme dazu gleich nachher nochmal. Und gerade diese Phasentraktorstrahlen, die ist natürlich besonders interessant. So, ich hatte vorhin kurz Siege of Orison und auch Ninetales Lockdown bei dem Piratenthema erwähnt. Das ist ja beides aktuell nicht verfügbar, wird aber wieder reinkommen. Das Siege of Orison Event wird nämlich ein bisschen gereworked und man will hier mehr auf den Zusammenhalt der Spieler das Augenmerk legen. Und mal gucken, was sie da genau machen. Erklären sie hier nicht, zeigen sie uns dann irgendwann. Und der Ninetales Lockdown wird ja umgewandelt in den Blockade Runner. Auch das wird fortgesetzt, aber hat noch ein paar technische Probleme. Das heißt, es kann sein, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ich tippe hier aber auch durchaus auf die Alpha 3.21. Zwei neue Missionen, nämlich Beweismaterial in Carrier stehlen und Sendung zurückholen, wurden weiter poliert. Die werden wahrscheinlich noch in 3.20.1 im November kommen. Da geht es darum, dass wir Sachen irgendwo rausklauen sollen oder eben Schmuggel-Gameplay machen sollen. Was besonders interessant ist, ist, dass die Arbeiten an den Schiffsrestaurierungsmissionen begonnen wurden. Und das geht eben einher mit diesem Ressourcennetzwerk, denn es ist geplant, dass im Verse irgendwelche kaputten Schiffe sind und diese Schiffe sollen wir restaurieren können. Also wir können dann da reingehen als Ingenieure mit Ersatzteilen bewaffnet und dort Energiegenerator austauschen oder irgendwas reparieren eben und das Schiff wieder ja, in einen verkaufsfähigen Zustand versetzen. Das ist deswegen besonders spannend, weil das ein erster Schritt ist, uns ja von dem Thema Versicherungsgameplay wegzubringen, weg vom Claimen, sondern eben auch für unsere eigenen Schiffe gilt. Ne? Wenn wir irgendwelche vorbereiteten Schiffe reparieren können, können wir auch die eigenen reparieren. Und das bedeutet, das ist der Schritt, um Schiffe, die im Downstate sind, die also nicht komplett zerstört sind, sondern die in der Schwelle zum Tod quasi sind, zurückzuholen, wieder flugfähig zu machen und dann zur Reparatur, zur Werft oder ähnlichem zu bringen. Auch die Mission Schiffsfracht stehlen und zurückholen wurde so weit wie möglich entwickelt, bis weitere Frachtfunktionen entwickelt werden. Das heißt, hier werden wir heute vielleicht ein bisschen was davon hören in dem Inside Star Citizen. Da geht es darum, dass wir richtige ja, Frachtplündermissionen bekommen und die Fracht entweder ja, wirklich plündern sollen, als Piraten zum Beispiel, aber auch auf legalem Wege. Wenn wir da die Quest haben, hey, ich habe mein Schiff da hinten verloren, geh mal hin und bringe meine Fracht zurück, so unter dem Motto. Wie genau sie das dann lösen, weiß ich nicht. Es kann aber sein, dass die Mission auch schon eher reinkommt, denn es würde ja jetzt schon aktuell funktionieren. Meine Vermutung ist allerdings, dass sie damit noch ein bisschen warten werden auf die persistenten Hangars, die ja mit 3.21 kommen sollen und auch die Lastenaufzüge. Wie gesagt, wir gucken nachher mal im Inside Star Citizen, was sie uns davon zeigen. Der Punkt ist der, man könnte diese Frachtaufzüge und diese Hangars dann benutzen, um temporäre Missionshangare zu machen. Das heißt, der Auftrag lautet dann, geh zu dem Schiff, hol dort die, was weiß ich, 100 SCU von irgendeinem Material raus und bringe sie nicht irgendwo hin,
oder verkauft das Zeug, sondern bringen sie in den Hangar 17 bei der und der Raumstation. Und dieser Hangar 17 ist dann halt irgendein Quest-Hangar, wo wir das abgeben und das realistisch auch quasi abschließen können. Das würde mir jedenfalls gut gefallen. So soll es mal sein. Mal gucken, wie sie es hier am Ende dann lösen. Was sehr cool ist, dass sie daran arbeiten, dass wir als Spieler uns auch endlich den Ninetales anschließen können. Also für diese Ninetales nicht nur Quests machen, das geht ja heute schon, sondern auch wirklich rufbasierten Fortschritt generieren können. Das ist interessant für alle Piraten und Outlaw-Spieler, die halt sagen, ich möchte nicht mich bei der Security hochspielen, sondern ich möchte mich eben bei dem Gegenstück, bei den Piraten hochspielen. Das hat dann entsprechend zur Folge, dass man bessere Missionen von Ninetales bekommt, zum einen, aber auch zum Beispiel von ihnen nicht mehr angegriffen werden wird in Zukunft. Wenn also irgendwo Piraten sind, dann sind die nicht mehr Feinde, sondern Verbündete, weil man ja selber ein Pirat ist. Auf der anderen Seite wären allerdings dann die Security-Kräfte, die Bösen für einen. Ihr wisst schon, worauf es hinausläuft, nämlich auf dieses permanente, dauerhafte, langfristige Rufsystem, wo wir uns wirklich Namen machen im Spiel und die Welt auf uns entsprechend reagiert. So, und was auch noch ganz nett ist, sie haben an der Hervorhebung und Filterung von missionskritischen Gegenständen im Inventar gearbeitet und das auch abgeschlossen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit einem der nächsten Patches schon diese Missions-Items im Inventar sehen. Die werden also eine Markierung haben oder irgendwie für uns angezeigt werden. Das ist aktuell noch nicht so wichtig, aber es wird auf jeden Fall wichtig werden, denn sie wollen immer mehr Missionsgegenstände ins Spiel reinbringen, die wir dann looten, mitnehmen irgendwie. Und dann müssen wir natürlich auch erkennen, okay, das ist ein Questgegenstand oder es ist kein Questgegenstand. So, bei der Grafik gibt es immer ganz, ganz viel technisches Blabla. Das Entscheidende hier ist, dass der Schwerpunkt auf der Freigabe des Fortschritts bei Global Illumination lag, da die Raytracing-Komponente nur für Vulcan verfügbar ist. Das heißt, CRG ist hier schon sehr, sehr weit. Wir wissen noch nicht, wann Vulcan reinkommt. Das wird noch ein bisschen dauern vermutlich, aber sie machen da große Fortschritte und werden dann also auch Raytracing, DLSS, FSR und andere coole, fancy Techniken reinbringen für Star Citizen. Immerhin ist ja aktuell zum Beispiel der Gen 12 somit abgeschlossen und wir haben ja jetzt schon im Spiel HDR-Support. Das ist ja immerhin mal ein ordentlicher Fortschritt. Außerdem arbeiten sie an weiteren VFX-Verbesserungen für Rauchwolken bei Feuer, diverse Qualitätsverbesserungen und auch an Blitzeffekten, die demnächst in Gaswolken eingesetzt werden sollen. Für Pyro wurden neue Items erstellt, also Interactables, die wir in der verlassenen Raumstation am Bahnhof oder ähnlichen Locations finden sollen. Auch an der Beleuchtung von Pyro wurde gearbeitet, an den kolonialen Außenposten und an der Ruin Station. Und sie haben auch an einem bevorstehenden Ereignis gearbeitet. Generell zum Thema Locations ist es so, dass tatsächlich diese großen unterirdischen Bunker, die wir von letzten CitizenCon kennen, jetzt in der Greybox-Phase sind oder schon, ja, sie schreiben hier, dass sie die Anlagen durch die Greybox durchgeschoben haben, also das klingt schon sehr, sehr gut. Kann tatsächlich sein, dass wir einen ersten von diesen Bunkern schon mal in Stanton vielleicht sehen, das sieht ein bisschen aus wie Daymar, ne? Wäre ja denkbar, dass sie uns einen spendieren zum Testen mal und dann entsprechend das Ganze weiter ausrollen. Ja, und das waren eigentlich die wichtigsten Sachen aus dem Monatsreport. Wir haben noch ein paar Verbesserungen an der Engine, wir haben einige Grafik-Updates hier und da, Performance gespart. Das haben wir aber schon durchgekaut. Was man sagen kann, in 320 merken wir es auch, wir haben um einiges höhere Frames. Löscht mal euren Shader-Ordner. Zu finden in Prozent, App-Data, Prozent, dann in Local rein, Star Citizen und da mal diese ganzen Ordner, die in dem Star Citizen-Ordner drin sind, einfach rausnehmen. Kann nicht schaden, sind nur irgendwelche Shader-Cache-Sachen. Das dürfte einiges bringen. Also wir haben es teilweise in Star Citizen in den Bunkern zum Beispiel 120, 130 FPS oder mehr. Das ist schon sehr, sehr geil. Ist nicht überall, aber auch in Origin zum Beispiel 50, 60 FPS. Das ist also ein guter, guter Fortschritt. Und das trotz dessen, dass wir immer noch auf DirectX 11 laufen. Wenn Vulcan reinkommt, dürfte nochmal einiges mehr gehen. Also, summa summarum, eigentlich ein ganz solider Monatsreport. Leider, wie gesagt, viel Blabla dazwischen. Sie sparen sich bestimmt die besonderen Sachen für die CitizenCon auf. Das kann man auch verstehen. Wir schauen mal. Ich glaube, wird einiges abgehen, auch Richtung Squadron 42. Wir schauen es uns dann ja an. Und ich würde sagen, kommt heute auf jeden Fall mit rein ins Stream. Das Inside Star Citizen dürfte sich sehr, sehr stark lohnen. Und auch der neue Patch ist ganz spannend, denn wir sind tatsächlich in der letzten Welle. Also Wave 5 ist online. Der neueste Patch sieht auch ganz gut aus. Gehen wir dann mal gemeinsam durch, gucken uns einige Sachen an. Und es kann jetzt endlich jeder auf den PTU. Und das könnte auch bedeuten, dass die Fury LX, die immer noch aussteht, reinkommt. Immerhin, sie ist schon in den Spielerteilen drin, wie ihr seht. Das sind ihre aktuellen Stats und die sehen ganz vorzüglich aus. Ich freue mich drauf, danke fürs Zuschauen und bis heute Abend oder heute Nachmittag um 16.30 Uhr dann auf Twitch. Ciao, ciao. With 65 degrees,
Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your throne?